Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Battle. Und zwar zu dem Rebattle von dem Slain zu Loser. Brauche ich nichts, sage ich nur kurz so. Ich finde die Band ja nicht schlecht. Ich habe sie auch gebattelt, weil ich sie mag. Das ist ja. Ich habe ja gesagt, ich battle ja nichts, was ich schlecht finde. Das halte ich ja auch ein. Aber ich, wie gesagt, ich mag die. Warum auch immer. Der unperfekte Sound ist schon sehr krass, das gebe ich wirklich zu. Aber irgendwie finde ich es, hat was. Was Spezielles, wie ich finde. Aber ja, auf jeden Fall kommt fürs nächste Battle was anderes, was dir mehr zusagen müsste, sagen wir es mal so. So, ich habe jetzt hier das Video schon geöffnet, was mir der gute Slane geschickt hat. Das werde ich mir jetzt anhören. Also, ich setze mir die Kopfhörer auf. Ja, das Headset. Und so auf. 1, 2, 3 und los. Nee, falsch. Nochmal. Ja, ich weiß, ich bin darin nicht gut. 1, 2, 3, los. Hallo Relaxo Reviews! Hallo, Es ist an Danny. der Zeit, dich zurückzubatteln mit der nächsten Band, die ich für dich ausgesucht habe. Bin gespannt. Nach diesem ganzen kleinen, na, ich sage mal, Scharmützel zwischen uns, Ja, das dann gehen jetzt wir wieder hoffentlich der ernsthaft Geschichte ran. angehört, gehe ich ein wenig back to the roots und habe tatsächlich eine Band rausgesucht, die deinem Genre entspricht, also eigentlich in deinen Interessenbereich fallen müsste. Du hast da ja Okay. einige verschiedene Genres, die auch teilweise ich verfolge und höre, durchaus mal, wenn auch nicht dauernd, aber es gibt ja so einige Sachen, die ich ganz gut finde in einigen Bereichen. Und da kommen wir jetzt zu. Nein, es ist jetzt nicht schon wieder so ein Trullatrinen-Symphonik-Metal-Gedöns. Wir begeben uns nach England, eine Band, die in den Ist späten immer 80ern irgendwann interessant. gegründet wurde und drei Alben am Start hat. Und genretechnisch bewegt sich diese Band im Gothic-Rock-Bereich. So, und es handelt sich um die Band Asylum. Das hier ist ihr erstes Album von Jahr, aus dem Jahr, ich glaube, 1991, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, Cool, Into the sieht Web. nicht schlecht aus. Dann gibt es noch das, nee, gar nicht mal, das ist das erste Album, glaube ich hier. Das ist das erste Album, genau. Suckling the Ach so. Mutant Mother. Ich habe die falschen Regalchen, merke ich hier Ach, gerade. Das ist das Debüt. Und dann kam die. Und dann kam die Vent. Das ist das dritte und bisher, soweit ich weiß, auch letzte Album. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Single-Auskopplung aus irgendeinem Album. Ich weiß es jetzt nicht genau. Vergleichen kann man die Band vom Sound her am ehesten mit Sachen wie, falls es dir geläufig ist, Love Like Blood. nein. Wobei Love Like Blood wesentlich melancholischer sind. Oder, also ich vergleiche Asylum am liebsten mit älteren Sisters of Mercy zur Vision-Thing-Zeit. Ah, Also habe so ich eine Zeit rockiger sogar von Gothic denen, Rock ja. mit ganz tiefen, bassigen Vocals, ohne dass es Growls sind. Ja, Und auf jeden Fall. ich möchte, dass du von dem Debütalbum Jo. meinen Lieblingssong reviewst. Ich hätte dir eigentlich vom dritten Album von der Vent den Song Twisted, nee, gar nicht, Sacred Vice gegeben, aber den findet man nirgends auf YouTube irgendwie. Jedenfalls habe ich ihn nicht gefunden. Ach, das ist Aber schon mal egal, schade. hier ist auch ein geiler Song drauf und zwar heißt die Nummer Deeper and Deeper. Und es ist eine Guter richtig Name. schöne, hymnische Gothic-Nummer. Allein schon dieser Einstieg gefällt mir sehr gut. Und dann auch den Refrain mache ich recht gerne. Da geht so ein bisschen, finde ich, ein bisschen ins Ohr. Ich bin mal gespannt, was du denn davon hältst. Es ist halt Sisters of Mercy-mäßiger. Ein bisschen Sisters of Mercy-Vergleich ist ein bisschen, kann man machen, glaube ich. Gothic Rock. Jo. So. Und da bin ich mal gespannt, wie dir das gefällt. Müsste dir eigentlich ganz gut munden. Und wir Auf sehen uns jeden dann Fall. wahrscheinlich im nächsten Battle wieder. Aber jetzt erstmal natürlich, ja, zu deiner Meinung zu Asylum. Und nein, es hat nichts mit der Filmfirma Asylum zu tun. Zum Glück. Also, Ja. viel Spaß. Danke. Jo, das trifft ja immer. Gothic Rock, Gothic Metal. Sowas in der Richtung trifft ja immer eigentlich relativ gut mein Genre, weil ich das ja gerne höre. Und ich bin ja auch ziemlich breit gefächert, was Metal und generell Musik angeht. Es sei denn, ja. Aber darum geht es ja nicht. Also Asylum mit Deep and Deeper. Werde ich mir jetzt mal anhören und dann nachher meinen Senf dazu abgeben. Also wir sehen uns nach der Einblendung des Covers. Da bin ich wieder mit Asylum Deeper and Deeper. Und ich muss gleich vorweg sagen, die Band hat mir richtig gut gefallen. Der Song hat mir richtig gut gefallen.
hat mir einfach gut gefallen. Aber da kommen wir noch im Einzelnen zu. Über die einzelnen Musiker konnte ich jetzt selber nicht wirklich was herausfinden. Die sind, soweit ich auch gesehen habe, gar nicht bei Metal Archives eingetragen. Aber es ist ja auch mehr Gothic Rock, also vielleicht ja deshalb. Gut, also werde ich gleich zum Song an sich kommen. Und zwar sind da erstmal so ein paar Klänge, die meiner Meinung nach jetzt nicht so ganz definierbar sind. Ich glaube, das war, also ja. Dann ab Sekunde 16 kommt dann ein richtig geiler Schlagzeug-Groove dazu, der eigentlich zum Headbang einlädt, so nach dem Motto. Ab der 26. Sekunde kommt eine kleine gesungene Melodie und der Einsatz der Gitarre. Der Part hat mir schon mal richtig gut gefallen, da gab es schon mal einen Pluspunkt für. Ab der 47. Sekunde setzt dann der Gesang ein, der mir auch sehr, sehr gut gefällt, also richtig tief, aber es sind keine Growls. Also richtig tief, es hat eine richtig tiefe Stimme, aber es klingt geil, klingt auch sehr angenehm, der hat eine gute Stimme. Das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Pluspunkt. Ab Minute 1 und 48 gibt es ein kleines Gitarrensolo. Das war annehmbar, war etwas kurz vielleicht, aber war gut. Ab der Minute 2 und 46 setzt ein anderer Sänger ein, oder war es derselbe, nur dass er hier anders singt? Das konnte ich nicht so ganz verstehen. Vielleicht weißt du das, Slane, das weiß ich ja nicht. Aber ja, wenn ja, ich weiß es nicht, aber das hat mir auch gut gefallen. Das gefiel mir auch durchaus gut. Dann ab 3 Minute 7 kommt nochmal ein kleines Solo, sehr ähnlich wie das, was vorher schon mal kam. Und bei 3 Minuten 49 setzt dann nach langem Wunsch, ein paar Mal der Refrain dann gekommen ist, nochmal die zweite Stimme ein. Dann noch ein paar Mal der Refrain, dann setzt, kommt nochmal diese Stimme. Und damit ist das Song dann auch schon vorbei und von mir eigentlich auch, ja. Ich kann jetzt da nicht so viel sagen, es gab jetzt nicht so viel zu entdecken, aber ich finde die Band sehr gut, sehr geil. Will ich mir auf jeden Fall besorgen, wenn das irgendwie geht, weil ja, ist ja schon ziemlich alt, ich habe jetzt gerade nicht geguckt. Und bei so unbekannten Bands, da muss man ab und zu schon tiefer in die Tasche greifen, würde ich sagen. Auf jeden Fall, mir hat sie sehr, sehr gut gefallen und ich, was würde ich denn dem Song geben? Schwierig. Vielleicht eine. Ich schwanke so zwischen 8 und 9. Ich gebe einen 9. Es fehlt jetzt eigentlich nicht wirklich was. Aber ein gewisses Etwas fehlt noch, finde ich. Ein kleines bisschen was. Irgendwie. Ein bisschen was fehlt noch. Der Refrain ist dein Ohrwurm, den habe ich jetzt schon auch ein bisschen im Kopf, du hast. Aber irgendwie ein bisschen was fehlt noch. Aber war geil. Ich will mir da auf jeden Fall was von besorgen. Danke, Slane, auf jeden Fall für diese Band. Ich drehe auch im Anschluss hier gleich das nächste Battle, weil ich habe da schon eine Idee. Und ich hoffe auch, dass dir das gut gefällt. Und ja, wir sehen uns dann bis dahin. Ciao.